Und damit ein herzliches Willkommen zum Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask mit einem Hyrule Texture Pack. Und ich sehe gerade, da hat sich schon mal die Sprache verstellt, oder? Doch? Naja, doch nicht. Ja, wir löschen jetzt mal eine Datei. Die hier. Das war nämlich nur zum Tester. So, wir nennen uns einfach mal wieder Link. Denn wir heißen ja auch Link. Also im Spiel, der heißt ja eigentlich Link. Der Charakter. Das ist so ein Texture Pack vom Wind Waker Style. Das gibt's auch als Ocarina of Time. Nur ich habe mich jetzt mal hierfür entschieden. Nicht alles sieht so gut aus, von den Charakteren zumindest her. Aber besser als. Bisschen besser als die andere, die alte Grafik. Wegen der Umgebung her und so. Und dann geht's gerade mal los mit der Story. Im Lande Hyrule vernimmt man allerorts eine Legende. Die königliche Familie selbst tütet sie wie ein Schatz. Diese Legende erzählt Geschichte eines Jungen. Eines Jungen, der das Böse besiegte, dem Land den Frieden brachte und so in den Herzen der Menschen für immer seinen Platz fand. Doch eines Tages verließ er das Land, welches ihn selbst zur Legende werden ließ. Vorbei waren die Kämpfe, welche selbst die Grenzen der Zeit überwanden. So brach er zu einer neuen Reise auf. Zu einer Reise, die nur ihn betraf und von der keine Seele erfahren sollte. Zu einer Suche nach einem geliebten und wertvollen Freund. Als sein heroisches Schicksal erfüllt war und er seinen Platz in den Mitten der Legenden einnahm, trennten sich ihre Wege. Los geht's. Und da sind schon mal zwei Feen, die irgendwas vorhaben. Da ist schon mal unser kleiner Link mit Epona und die zwei Feen. Die mein Pferd zusammenschlagen, warum auch immer. Und dieser Junge mit dieser komischen Maske. Hey, das war gut, ihr Feen. Ich frage mich, ob er wohl etwas vom Wert bei sich trägt. Huch, dieser Kerl, ich kenne ihn. Nun, das soll mich aber nicht mehr weiter stören. Epona, wieso stehst du da einfach nur? Hilf mir doch mal. Oje. Ja, toll. Jetzt hat er meine Ocarina, toll. Oh, was ist das für eine hübsche Ocarina? Hey, Horrorkid, lass mich auch mal. Ich will sie sehen. Das geht nicht, Tael. Stell dir nur vor, sie fiele dir aus den Händen und würde zerbrechen. Du darfst sie nicht berühren, auf keinen Fall. Och, aber Schwester, warum darf ich nicht auch? Ach, scheiße, Mann. Link, tu was. Der deine Ocarina. Ja, guten Tag. Das ist meine. Hey! Mein Pferd! Verdammt! Los, Link! Ach, scheiße, unser Pferd wird geklaut. Und unsere Ocarina auch. Was sollen wir jetzt dagegen tun?
glaube nicht, dass Link sich ewig daran festhalten kann. Ja. Das hat uns abgeschüttelt. Mist. Steh auf! Unser Pferd wird geklaut. Und unsere wertvolle Ocarina der Zeit. Dreck. Okay, jetzt können wir hier spielen. Ja, wir haben schon ganz am Anfang Schwert und Schild. Aber ist ja auch klar. Der Link sucht ja was, angeblich in der Geschichte. Und ich weiß noch, was er sucht. Das ist nämlich, wird einem gar nicht erzählt, was er sucht. Aber die hatte auch was, also die gab es auch bei Ocarina. Und zwar, der sucht die Navi. Seine Navi sucht er. Die Fee von Link. Denn die kam ja, wurde ja auch erzählt, dass die von einer Legende. Ja. Dass der die. Die ist ja auch am Ende von Ocarina of Time, glaube ich, gegangen. Und dann hat er sie halt gesucht. Aber jetzt wurden wir halt überfallen. Und jetzt suchen wir halt unser Pferd und unsere Ocarina. Und Link kann ja anders da springen, wie man hier sieht. Der hat sich neue Tricks einfallen lassen hier. Richtiger Skiller ist er geworden. Und das ist der zweite Teil von Ocarina of Time. Aber wir, also ich let's play ja den zweiten Teil und nicht den ersten Teil schon. Und ja, jetzt fallen wir halt in die Tiefe, würde ich mal sagen. Ja. Es gibt sehr viele Theorien über dieses Spiel. Auch Creepypastas, aber das wisst ihr ja alle. Oder halt die, die es nicht kennen. Ja, dann erkundigt euch mal, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt. Und ja. Weiter zur Story. Wo ist mein Pferd? Was ist das bloß, ein dämliches... Was ist denn los mit deinem dämlichen Esel los? Er gehorcht keinem meiner Befehle. Na, besser so. So ein blödes Viech. Bringt keinen Nutzen. Ich habe es die Würde genommen, es loszuwerden. Hat er es getötet? Oh, Buhu, warum so ein trauriges Gesicht? Ich dachte mir, ich könnte ja ein bisschen mit dir spielen. Mit dir will keiner spielen. Oh, komm schon. Glaubst du etwa, du könntest in dieser Form gegen mich antreten? Ey, was machst du denn da? Nein! Oh Gott, was macht der nur mit mir? Alles okay mit dir, Link? Sieht nicht so aus. Was passiert denn da? Gegner! Los, nimm dein Schwert, greif sie an, mach was! Los! Nicht angucken! Oder renn weg, egal, mach irgendwas! Sieht aus, als ob er Kopfschmerzen hat. Oh nee, jetzt kommt da so ein Riesenviech. Und jetzt? What the fuck? Wir sind gar nicht mehr Link. Wir sind irgendwie ein Deku-Kerl geworden. Was ist das nur für ein Typ? Der uns auch noch auslacht. Dieses Gesicht steht dir viel besser. Du bleibst nun hier und musst für immer so aussehen. Na, nein, das will ich aber nicht. Hinterher. Ey, hörst du auf damit? Boah, wie aggressiv diese Feen sind. Ich habe euch doch gar nichts getan. Ich wollte nur meine Fee haben. Schwester! Zu spät. Es geschieht dir aber recht. Hey, hey, Hopperkid, du hast mich vergessen, warte auf mich, ich bin noch hier, los, los. Tael, du kannst nicht ohne mich fort, ich bin deine Schwester. Joa. Statt dagegen zu fliegen, kannst du auch ruhig die Tür öffnen, oder? Du! Wenn du nicht wärst, dann wäre ich nicht von meinem Bruder getrennt worden. Du hast mich doch angegriffen. Nun sitz hier nicht rum, Deku, Junge, tu etwas. Warum sollte ich dir helfen? Was starrst du mich so an? Habe ich irgendwas im Gesicht? Nö. Hör auf mich anzustarren, öffne lieber diese blöde Tür. Bitte, komm schon, ein hilfloses kleines Mädchen bittet dich. Hilflos. Also beeil dich gefälligst. Ist ja okay. Oh, Tail, ich hoffe, dass dein Kleiner nicht zustößt. Dem wird schon nichts zustoßen, keine Angst.
Der hat ja seine Freunde da. Ich sammle mal ein bisschen Geld hier. So. Guck mal, man drückt einfach A. So schwer ist das gar nicht, oder? Aber egal, dann bleib ruhig bei mir erstmal. Auch wenn du fies bist. Hey, warte auf mich. Lass mich nicht zurück. Also, was da vorhin geschehen ist, ich entschuldige mich. Also, nimm mich bitte mit. Na gut. Du willst doch mehr über die Sauerkeit in Erfahrung bringen. Nun, vielleicht weiß ich ja, wo es sich aufhalten könnte. Echt? Nimm mich mit dir und ich helfe dir bei der Suche. Abgemacht? Bitte. Gut, dann ist es jetzt abgemacht. Ohne, dass ich was gesagt habe. Ich werde aber nur so lange bei dir bleiben, bis wir Sauerkeit gefunden haben. Mein Name ist Taya. Also nett, dich kennenzulernen, oder auch nicht. Nachdem wir uns das abgeklärt haben, können wir uns nun endlich in Bewegung setzen. Wenn ich jetzt auf etwas zufliege, drücke C nach oben und ich gebe dir wichtige Informationen. Hoffentlich kommst du damit, kommst du halt damit klar. Ach, na schön. Haben wir keine Wahl. So, hier kommen wir schon mal zum ersten Ding. Das sind nämlich... Ich sehe schon, du hast dich noch nicht an dein Deko gewöhnt. Also gut, ja, okay, die erklärt das jetzt halt. Ja, du musst es mir nicht noch dreimal erklären. Gut, ja, wenn hier jetzt A drückt, das ist nur eine Fähigkeit für den Deko-Jungen von Deko Link jetzt. Man kann halt fliegen. Voll cool eigentlich. Bei Wind Waker gibt es ja auch dieses Blatt, wo man dann diese Pflanzen rein kann oder so. Das hat irgendwie was Ähnliches. Genau, das ist auch noch ein Nachteil dieses Let's Plays. Oder sozusagen diesen... Ja, dieses Let's Play, sagen wir mal. Es gibt manchmal solche Stellen, die hängen einfach. Also, die laggen kurz. Aber das sollte uns nicht so groß aufhalten. Und ich sehe schon mal eine Kiste. Ich frage mich, was da drin ist. Ich habe ganz am Anfang gespielt. Einfach mal gegentreten, dann geht die Tür schon auf. Eine Dekunus. Drücke B, während du fliegst, um eine Dekobombe abzuwerfen. Beim Aufrollzept bürst die Nuss und setzt ein gleißendes Blitz frei, der die Gegner blendet. Ja. So sehen die aus. Man kann 20 Stück von denen tragen am Anfang. Ich weiß noch nicht, ob sich das ändert. Oder nee, man kann nur 10 tragen. Ach, keine Ahnung. Irgendwie so war das. Oh nee, wir müssen dahin. Nein. Gut. Ich werde das jetzt gleich mal zeigen. Denn wir werden die eh nicht brauchen im ersten oder zweiten Part. So sieht das dann aus. Und die explodieren dann. Hey, du, mach schon. Drücke Z und sprich gefälligst mit mir. Na gut. Ach ja, ist ja gut. Na also, siehst du, mit einem wenig guten Willen geht alles. Fliege ich zu deiner Person und einem speziellen Objekt, drück Z, um sie anzusehen. Du kannst mit allen Leuten sprechen. Setzt die Zielerfassung ein, um auch mit Leuten zu sprechen, die weit weg entfernt sind. Befindet sich niemand in der Nähe, drücke Z, um geradeaus zu blicken. Das ist genug für den Anfang. Komm zu diesem Baum und sieh ihn dir an. Was ist denn mit dem Baum? Ist doch nur ein Baum. Obwohl, er sieht schon anders aus. Hm. Hey, der hat ein Gesicht. Eigenartig, auf irgendeine Art und Weise siehst du dieser Baum sehr ähnlich. Er sieht sehr düster und traurig aus, als würde er jede Sekunde zu weinen beginnen. Wie traurig. Echt? Vielleicht finden wir ja noch heraus, was mit diesem Baum los ist. Oder ob das alles nur Täuschung ist. Und was geht denn hier ab? Uiuiui. Ein verdrehter Korridor. Hier ist schon mal so einer Lag gewesen, so ein Lag. Ach, es gibt so viele Gerüchte, ey. Also ich habe mir auch selbst mal welche ausgedacht, aber ich erzähle sie mal ein andermal. Jetzt müssen wir erstmal zum Horror-Kit. Aber wo sind wir ja eigentlich? Wir sind im Nirgendwo. Naja, lass raus hier gehen. Das Schicksal hat es nicht gut mit dir gemeint. Und wer bist du? Hast du Angst? Okay. Ich bin der Besitzer des fröhlichen Maskenladens. Die Suche nach Masken führt mich weit umher.
Während einer meiner Reise wurde mir eine sehr wertvolle Maske von einem Kobold gestohlen. Welch ein Verlust, doch immerhin habe ich dich gefunden. Nimm mir es nicht übel, dass ich dir gefolgt bin. Ja, dann weißt du ja alles. Denn ich kenne den Weg zurück zu deiner ursprünglichen Form. Hol dir das kostbare Stück zurück und dann mache ich dir, dass man dir gestohlen hat. Und ich werde dich zurückverwandeln. Im Gegenzug, alles, was ich dafür verlange, ist, dass du mir meine wertvolle Waffe, Maske, nicht Waffe, zurückbringst, die mir der Kobold gestohlen hat. Wie bitte? Das ist doch eine einfache Aufgabe. Du willst doch nicht allen Ärzten erzählen, für jemanden wie dich sei das unlösbar. Eine Sache noch. Leider bin ich ein sehr beschäftigter Mann. Ich muss in 3 Tagen aufbrechen. Ich wäre überaus dankbar, wenn du mir die Maske bringst, bevor meine Zeit hier um ist. Nun gut, du wirst mich nicht enttäuschen. Du bist jung und von außergewöhnlichem Mut. Das stimmt. Sicher findest du sie bald. Also? Ich verlasse mich auf dich. Ja, wir sind eh auf der Suche nach ihm. Dann können wir auch hier dem fröhlichen Maskenhändler, auch wenn er ein bisschen gruselig ist. Was geht hier ab? Was sind wir denn hier? Achso. Ja, okay. Dann suchen wir halt die Maske. Wir suchen ja auch das Horror-Kit. Da können wir ihm auch gerade die Maske mitgeben. Dämmerung des ersten Tages. Es verbleiben 72 Stunden. Südunruhestadt. Also ich finde alles friedlich hier. Alles sehr schön hier. Einfach nur toll. Nur, wir sind immer noch ein Deko-Kerl. Der Deko-Kerl macht... genau. Der Kerl macht mir Angst. Dieser Maskenhändler war... Oh, Verzeihung, ich habe nur laut gedacht. Aber nur 3 Tage? Selbst wenn wir keine Sekunde schlafen, bleiben uns nur 72 Stunden. Also setz dich in Bewegung. Wir müssen zur großen Fee. Du möchtest doch das Horror-Kind finden, oder? Diese große Fee, die große Fee weiß sicher, was er als nächstes vorhat. Sie sieht alles. Und unter uns gesagt, das Horror-Kid hat keine Chance gegen die große Fee. Geh zum Schrein nach den Nordtors. Dort findest du die große Fee. Es kommt wieder so ein Lag. Und ja, die große Fee und der Hund, der wird uns als Deko-Junge angreifen. Das verhindern wir mal. Es laggt hier ein bisschen. Ah, jetzt ist wieder weg. Die große Fee, wenn wir da hingehen, wird sie uns nicht weiterhelfen, denn sie ist, sagen wir, Horror Kid hat sie schon angegriffen. Und hier ist halt, da fehlt halt ein Stück von der Fee von ihr. Hört sich komisch an, aber wenn, 5 Rubine, hier sind 5 Rubine, wenn man sie halt besucht, dann ist sie in kleinen Feen zerteilt. Und hier ist ein Stück von der Fee und das brauchen wir. Und das Wasser sieht cool aus. Richtig Wind Waker-Style. Richtig cool. Ey, und wer ist das denn? Was hat der denn? Okay. Sonst nicht weiter stören. Okay, das Spiel ist nicht... Ist ein bisschen blind. Ich meine... Bitte erhöhe mein Flehen. Sorokit hat mir einen Körper zerschmettert und die einzelnen Teile in alle Winde verstreut. Bitte bring mich zur Feenquelle in Nordunruhestadt. Jupp. Naja, wie gesagt, wo war ich denn jetzt? Jetzt hab ich's vergessen. Ja, die 3 Tage sind sehr wichtig und ich wollte jetzt irgendwas erzählen. Oh Mann, was war denn das jetzt? Ach. Ich muss mir den Part eh gleich angucken. Damit ich ihn auch sofort hochladen kann und ja. Wenn ich weiß, was ich gesagt habe, das werde ich eh wissen, dann sag's im nächsten Part. Auf jeden Fall, oder ich sag's gleich aus Versehen weiter. Wir erkunden jetzt erstmal die Stadt hier. Die heißt anscheinend Unruhestadt. Achso, jetzt weiß ich wieder. Das Spiel ist nicht halb... Ist ein bisschen blind. Ich hab's schon durchgespielt. Auch wenn es ein bisschen anders... Ich hab's ein bisschen anders da durchgespielt. Aber, von den Herzteilen und so... Das ist alles noch ein bisschen blind. Ich weiß nur ein bisschen was. Und was hat der für ein Problem? Der lässt uns nicht raus. Okay. Na schön. Der Part ist auch gleich schon zu Ende. Schade, wir haben jetzt eigentlich gar nichts erreicht, außer halt die Story. Aber das ist schon okay. Nehme ich halt... Ja, wird schon. Gehen wir mal hier lang. 8 Uhr haben wir. Also jetzt im Spiel. Ah, und das ist Nordunruhestadt.
Und dieses Spiel ist irgendwie anders. Das ist, glaube ich, einer der Zelda, ja, sagen wir mal, einer der gruseligsten neben Twilight. Okay, Twilight ist jetzt nicht so gruselig gewesen, aber es hat auch was Cooles an sich, dieses Spiel. Es ist ja auch anders da. Und da ist schon mal ein Herzteil auf dem Baum. Ich weiß auch, wie wir da dran kommen, aber das können wir jetzt noch nicht holen. Und wir gehen jetzt mal zur großen Fee, die soll angeblich hier sein. Wenn wir jetzt hier reingehen, in diese, wie soll ich das denn nennen, Blume, und dann hier hingehen, dann ist da so ein kleines Minispiel, aber da kriegt man, glaube ich, nur Rubine. Also nicht so wichtig. Also gehen wir lieber zu der Fee. Die Feenquelle. Und das meinte ich, dann ist in vielen kleinen Feen zerteilt. Und ja. Oh nein, die große Fee. Und ich finde, das sieht richtig cool aus hier. Mit dem HD Texture Pack. Oder High-Res Texture Pack, egal. Ui. Die große Fee. Sie wird wiederkommen, weil wir die eine Fee gefunden haben. Ja, ein paar Charaktere haben andere Farben, was im Original nicht so ist. Zum Beispiel, ich glaube, die ist sogar rot, glaube ich. Und hier ist halt, naja, scheiße. Bisschen scheiße gemacht. Taya und du, junger Freund, im fremden Körper. Hab Dank für eure wertvolle Hilfe. Ich bin die große Fee der Magie. Ich ließ mich von diesem Kind täuschen, weil ich dachte, er würde mir helfen. Es würde mir helfen. Alles, was ich momentan für dich tun kann, ist dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Gewähre ich dir die Gabe der Magie. Bitte nimm dieses bescheidene Geschenk an dich. Und das ist schon mal ganz anders. Man kriegt ganz am Anfang die Magieleiste. Aber die ist auch sehr wichtig. Wow, mir schwindelig. Oh nein. Ja, dieses Spiel ist eh, da ist Link eh ein bisschen auf Drogen. Finde ich. Von den ganzen Sachen her. Aber egal. Dir wurde die Gabe der Magie verliehen. Drücke B, um deine derzeitige Gestalt Blasen zu verschießen. Drücke und halte B, um eine große Blase aufzupusten. Deine Magieattacke verringert sich mit jedem Schuss Magieflasche und Elixier stellen deine magische Kräfte wieder her. Jener Mann, der außerhalb der Stadt in sein Observatorium die Lichter des Himmels erforscht, weiß mehr über dieses verleibtes Horrorkind. Unterschätze niemals seine Kräfte, junger Freund. Wenn du einst wieder deine ursprüngliche Form erlangt hast, besuche mich nochmal. Ich werde dir dann wieder zur Seite stehen. Dankeschön. Das werden wir nämlich gut gebrauchen. So, und das ist, so sieht eine Blase jetzt aus. So. Ganz niedlich. Nett, es ist eine geile Idee. Und dass wir auch wieder zur ursprünglichen Form gehen, bald werden können. Und ich finde, das Texture Pack sieht doch gar nicht so schlecht aus hier. Nur ein bisschen, nur ein paar Charaktere sehen scheiße aus, aber egal, dafür, dass die Umgebung so schön ist. Und hier ist gleich mal ein netter Geselle. Den kennt man auch aus ein paar Teilen. Vor allem aus Wind Waker. Aber hier kommt er zum ersten Mal drin vor. Das heißt, hier wurde er erfunden. Nanu, grüne Kleidung, weiße Fee, mein Herr, seid ihr vielleicht eine Waldfee? Du liebe Güte. Ich heiße Tingle, mein Herr. Ich denke, ich bin genau wie Sie eine Waldfee. Obwohl ich bereits die 35 erreicht habe, ist mir unglücklicherweise noch keine Fee erschienen. Vater sagt, ich solle mich mein Alter entsprechend verhalten, aber weshalb? Ich sage es Ihnen. Tingle selbst ist eine wiedergeborene Fee. Solange ich hier stehe und auf meine eigene Fee warte, helfe ich meinem Vater, indem ich Karten verkaufe. Glückspilz, Glückspilz, so müssen überglücklich sein, eine Fee zu haben. Genau, genau, wir sollten Freunde werden. Ja, ja, als Zeichen meiner Freundschaft gewähre ich Ihnen einen Sonderpreis für meine Karten. Wollen Sie mir von Tingles Karten kaufen? Das ist einer, der verkauft immer Karten der Gebieten. Das heißt, die muss man nicht mehr finden. Außer vielleicht in den Tempeln. Aber wir kaufen erstmal die Unruhestadt. Hurra! Yeah. Du hast die Karte von Unruhestadt erhalten. Mit Hilfe findest du dich besser in der Stadt zurecht. Der rote Pfeil auf der Karte zeigt an, wo du den Bereich betreten hast. Der gelbe Pfeil zeigt dir, wo du dich gerade befindest. Jederzeit bereit. Tingle, Tingle, Kulu, Limpa.
Diese magische Worte hat Tengel für sich ersonnen. Stillen Sie sie nicht. Ja, ich habe sie aber leider gerade gesagt, weil ich dich synchronisieren musste. Aber okay. Das war's auch mit dem Part hier. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr es ja liken. Der Kanal hat es ein bisschen nötig. Der ist ja noch relativ neu. Mal gucken, was dieses Let's Player so rausholen kann. Ich hoffe viel. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Ciao.